Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlift Joa 2024 fängt mit einem Actionfilm und zusammen mit Jason Statham. Und wenn mir The Beekeeper dann lo gefallen hat, dann erzählen wir euch bei Filmlift. Fängt man mit einer mega Nachricht für die Joa 2024 und den Deal mit Kinepolis hat sich ein bisschen changiert. Und zwar sponsert Kinepolis für Zuschauer von diesem Format hier all Monat 2 Tickets für an der Kino. Ganz genau, ihr könnt hier all Monat 2 Tickets für an der Kino gewinnen. Wer da aber dafür machen muss, das so ich euch am Lauf von dieser Episode. Und du wendet dann ein großes Merci und Kinepolis für Sponsoren von dieser Episode. So, nur dem fabulösen Expendables. Austin Jason Statham dann rum am Kino mit The Beekeeper. Ja, worum es geht? The Beekeeper ist ein quasi relativ special unit. An dem guten Mann ist ihn auf die Face getrüppelt. An lo geht den sich rächen. Das ist eigentlich die Geschichte von dem Ganzen. Kennt ihr so so? Hin ist quasi so ein E-Mann-Armee und ist quasi nicht zu besiegen. Wem das lo ein bisschen bekannt für können, dann ein bisschen Parallelen eventuell an dem Film gesagt zu John Wick? Ja, ich denke, die sind do. Aber John Wick geht das Ganze aber ein bisschen mehr, wie soll ich so ein stilvoll und The Beekeeper ist halt irgendwie die ganze Zeit nehmen voll Optionen. Also, Dave Gang ist halt nicht zu erwarten. Wiederum, die Story ist wirklich. Puh, das ist schon dämlich. Das ist schon ein dämlich Story, muss ich wirklich so sagen. Und der Film sticht für und allem einfach nur mit seinen Action-Sequenzen raus. Die sind ganz okay, die sind ganz solid. Das kann ich machen, du kannst nicht Spaß drin haben. Du werden nicht Leute gehen, die definitiv Spaß werden drin haben. Weil Choreografien sind also okay, die hätten ein bisschen Mannerschnitter vielleicht noch könnte gebrauchen, aber das ist ganz okay. Jason Statham ist ja aber auch schon ziemlich angesehen als Actionheld und das möchten halt heiren. Wirklich geschichtmäßig ist hier, ich will euch nicht zu viel verraten, das Ganze vermittelt ihr am Laufen der Geschichte irgendwie, dass du den Dave-Gang soll haben, dass du mehr haben durstest. Aber so richtig interessant geht das Ganze dann aber nicht. Ich vergleiche den Belo immer gern mit John Wick. John Wick wird das Ganze wesentlich besser hinkriegt. Die ganze Organisation haben drin, alles, was da so rundherum passiert, ist einfach mehr interessant. Er will ihn auch irgendwie mehr wissen oder das Mysterium, wie sie mehr wertzuschätzen. Das Ganze geht das mit mehr Fingerspitze gefickt, das kannst du gehen. Und das ist bei The Beekeeper ist das halt mehr mit der Brechstange. Das Ganze kennt aber auch nicht von ungefähr, weil der Regisseur von dem Film ist den David Ayer. Den war Drehbuchautor bei Training Day und hat auch den ersten Suicide Squad gemacht. Ja, Training Day sticht natürlich mega positiv raus, aber überall da, wohin als Regisseur irgendwie mal drauf war, ist das ganz nicht so mega. Ja, da ist viel Luft nach oben und das ist eben auch heute Fall. Ich denke, wenn sich erhofft wird, dass ein Dummer da ein Franchise machen kann, wie John Wick, dann leiten du denken nicht falsch. Ich denke, The Beekeeper wird relativ sehr vergiss nicht geroden, er wird über den Status von mehr harten mit den Action-Szenen Spaß am Kino nicht weiter drauf rausgehen. Leider bitte Film du auch nicht wirklich viel mehr Substanz, was wer dich schwätzen kann, weil über das, ja, als okay, geht der Film leider nicht raus. Also, Geschichte ist wirklich nicht gut, für nicht so katastrophal. Die Action-Sequenzen sind ganz okay, inszenatorisch ist das ganz okay, schauspielerisch geht nicht viel so, weil Jason Statham schwätzt nicht ganz viel, den als Hauptsache beschäftigt, irgendwelche komisch Bayern-Lines zu suchen, die irgendwie ein bisschen deplatziert wirken und dann stumpf die Leute auf die Schnitz zu schlagen. Da das also selbst, das muss ich definitiv bewusst sein, wenn ihr den Film gucken geht, mehr wie Kinder auf die Schnitz, bitte den Film eigentlich nicht. Wenn ihr Spaß damit habt, wenn ihr einfach so, ich habe einfach nur Bock auf einen richtig stumpfen Actionfilm, da packt ihr euer bestes Kollege oder Freundin oder wer auch immer, dann sitzt ihr schon im Kino und dann oder Spaß damit. Dann, ja, da genießt ihr das ein bisschen über die Brutalität, die an dem Film vermittelt wird, und dann gibt es viel Platz, über die ihr nochmal lachen kann. Und ich denke, während dem Gucken, wann ihr sich bewusst ist, wer den hier erlebt, dann
kann das schon Spaß machen. Für mich geht das Ganze lieber, ja, war okay, leider nicht raus, und ich denke, das wäre doch relativ sehr bei mir vergessen gehen. Des Weiteren muss man aber da nur noch zum Gewinnspiel kommen, weil dem musst mir ein klein froh beantworten an die Kommentare. Und zwar, was ist dann euren Lieblings-Actionfilm? Was sind die best Actionfilme, die jemals gemacht wurden? Was sind eher absolut Favoriten? Eventuell können wir die dann auch einfach in einem separaten Video behandeln, wenn man die alle guten an Kommentare schreibt. Auch mal ein paar Sachen, die innerhalb dem Radar laufen, die Elo nicht so um Schirm hat, die nicht so bekannt sind, kann ihn gern erwähnen. Des Weiteren können wir da gespannt sein, was Jason Statham dann in Zukunft nach so wert bringen, weil so an der Lash war das ja nicht so mega. So, das war dann noch schon mit dieser Episode, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß am Kino mit The Beekeeper. Ciao!